Foggy ist ein freundlicher Geist, der auf dem Dachboden eines alten Hauses lebt. Jeden Abend macht er einen Rundgang ins Haus, der 4 Stunden dauert. Einen Monat im Jahr mag Foggy überhaupt nicht, weil er in diesem Monat weniger Zeit zum Umhergeistern hat. Welcher Monat ist das und warum? Es ist der Februar. Im Februar gibt es nur 28 Nächte. Alle 4 Jahre zwar 29, aber trotzdem weniger Nächte für Foggy, um herumzugeistern. Erst vor einem Monat sind Andrea und ihre Familie in ein neues Haus gezogen. Alle fanden es toll, aber Andrea war sich sicher, dass es in dem Haus spukt. Sie weiß es noch nicht, aber es ist Foggy, der auf dem Dachboden wohnt. Er ist ein freundlicher Geist und hat ihr sogar eine Nachricht auf dem Spiegel hinterlassen. Als Andrea aufwachte, sah sie das. Hilf ihr, die Nachricht zu entschlüsseln. Es ist kein Code. Andrea muss nur die Zahlen ignorieren und die Buchstaben lesen. Die Nachricht lautet: Hab keine Angst, ich bin Foggy. Und wer bist du? Es ist Halloween und alle sind verkleidet und vergnügt. Aber dann tauchen dunkle Kreaturen in der Kleinstadt auf und mischen sich unters Volk. Kommissar Rufus hat den Auftrag, diese betrügerischen Kreaturen ausfindig zu machen. Und er hat auch ein paar Hinweise. Hilf mit, alle Kreaturen zu finden, okay? Als erstes müssen wir einen Vampir finden. Er hat sich in einem dieser Häuser einquartiert. Kannst du erkennen, in welchem? Siehst du, in diesem Haus hängt Knoblauch. Du weißt, Vampire können Knoblauch nicht ab. Sie bevorzugen Zimt. Das kann also nicht das Vampirhaus sein. Also lebt er hier. Sehr gut, lass uns weitergehen. In einem dieser Häuser haust ein Zentaurus. Hast du eine Ahnung, in welchem? Das muss es sein. Schau dir mal den Weg vorm Haus an. Siehst du die Abdrücke von Pferdehufen? Zentauren sind oben Menschen und unten Pferd. Das erklärt die Abdrücke. Der Zentaurus muss also da drin sein. Als nächstes müssen wir eine Mumie aufspüren. Sieh dir die beiden Wohnungen genau an. Welche hat sich die Mumie ausgesucht? Sind dir die Binden aufgefallen, die da überall rumliegen? Die werden wohl der Mumie gehören, also wohnt sie in dieser Wohnung. Und jetzt kommt der Zyklop. Halte die Augen offen und rate, wo er wohnt. Hast du dieses seltsame Objekt da drüben entdeckt? Sieht aus wie eine Brille, aber mit nur einem Glas. Das wird wohl die Brille des Zyklopen sein. Du weißt, sie haben nur ein Auge. Das ist also sein Haus. Okay, wir müssen noch eine Kreatur finden, einen Gnom. Hier sind 2 Wohnungen. In welcher wohnt der Zwerg? Ist dir aufgefallen, dass der Spiegel in dieser Wohnung ziemlich niedrig hängt? Das liegt daran, dass Zwerge klein sind, also wohnt er hier. Andere Kreaturen, die in die Stadt gekommen sind, sind Roboter. Zu Halloween haben sich aber auch einige Leute so verkleidet. Schau dir diese 3 Typen an. Erkennst du den unechten Roboter? Schau dir ihre Spuren an. Der Roboter links hat anfangs menschliche Fußabdrücke, die dann zu Reifenspuren werden. Er muss der unechte Roboter sein. Lass uns deine Augen ein bisschen trainieren. Hier sind Halloween-Emojis. Bis auf eines sind alle ein Paar. Finde das Emoji, das alleine ist.
Da ist es. Gut gemacht. Okay, noch eins. Jetzt gibt's aber mehr Emojis. Siehst du das einzige? Da ist es. Gut, dann lass uns weitermachen. Einen Monat vor Halloween zog Daniela in ein neues, modernes Haus, das in den frühen 2000ern gebaut wurde. Es war ein tolles Haus und Daniela bekam es zu einem sehr günstigen Preis. Man erzählte sich nämlich, es spuke in dem Haus. Die junge Frau glaubte aber nicht an Geister. In der Halloween-Nacht kam sie nach Mitternacht nach Hause. Als sie in ihrem Haus war, sah sie einen Geist. Der schaute Daniela an und sagte: Weißt du, du kannst hier nicht wohnen. Das ist mein Haus. Ich wohne hier seit 100 Jahren und du störst mich. Daniela sagt dem Geist, dass er lügt. Aber warum? Das Haus wurde in den frühen 2000er Jahren gebaut, ist also kaum 20 Jahre alt. Der Geist kann dort nicht schon 100 Jahre leben. Ja, Geister können auch lügen. Es ist Halloween-Nacht, Vollmond und Elsa geht alleine zu einem verlassenen, gruseligen Haus im Wald. Sie geht rein und sofort verschließt sich die Tür hinter ihr und wird verriegelt. Sie läuft im Haus rum und entdeckt drei Türen, die wahrscheinlich nach draußen führen, aber hinter der ersten Tür lauert ein Werwolf. Hinter der zweiten Tür wartet ein Zombie und hinter der dritten Tür schwebt ein Geist. Welche Tür würdest du nehmen? Ich würde die dritte Tür nehmen. Geister sind zwar gruselig, aber sie können einem nicht wirklich etwas antun. Natürlich war Elsa nicht die Einzige, die in dieser Nacht das Haus besuchte. Ein junger Mann namens Kevin, mit einer silbernen Ritterrüstung verkleidet, wollte auch das gruselige Haus erkunden. Genau wie Elsa geht er durch die Tür, die sich sofort hinter ihm verschließt. Auch er kommt zu den drei Türen. Hinter der ersten Tür wartet aber diesmal ein Vampir. Hinter der zweiten Tür ein riesiger Drache, der Fremde hasst. Und hinter der dritten Tür ist ein riesiger Zyklop, der jeden zerquetscht, der durch seine Tür kommt. Welche Tür sollte Kevin nehmen? Zum Glück für ihn trägt er eine silberne Rüstung und Vampire mögen kein Silber. Also ist die erste Tür die sicherste für Kevin. In der Halloween-Nacht wollte Claudia den Abend mit ihrem Freund verbringen, aber ihr Vater war dagegen. Um ihn doch noch zu sehen, log sie und sagte, sie wolle mit ihren Freundinnen Süßes oder Saures spielen und versprach, um Mitternacht zu Hause zu sein. Sie war um 23:30 wieder da. Trotzdem wurde ihr Vater wütend und wollte wissen, wo sie war. Woher wusste er, dass Claudia nicht auf Süßes oder Saures Tour war? Ja, sie ist mit einem leeren Korb nach Hause gekommen. Außerhalb der Stadt im Wald versteckt steht ein Haus, in dem Freunde leben. Eine Mumie, eine Meerjungfrau, ein Geist, ein Werwolf und eine Hexe. Jedes Jahr an Halloween essen sie Süßigkeiten. Es sind 5 Wesen, aber dieses Jahr haben sie nur 4 Tafeln Schokolade und sie wissen nicht, wie sie sie gerecht aufteilen sollen. Hast du eine Idee? Sie brauchen die 4 Tafeln nur in 5 Stücke teilen. Dann bekommt jedes Wesen ein Stück von jeder Tafel und so isst jeder genau 4 Stücke Schokolade. Jetzt, wo Monster und Menschen nebeneinander leben, wollen wir mal sehen, ob du erkennst, wer wer ist. Ich zeige dir Fotos und deine Aufgabe ist es, das Monster auf jedem Foto zu finden. Hier kommt das erste Bild. Und erkennst du das Monster? Schau mal, die Haut von dem Typen ist grün. Der ist definitiv kein Mensch. Hier kommt das nächste Foto. Pass gut auf. Siehst du hier jemanden, der kein Mensch ist?
Dieses Mädchen im Pool ist eine Meerjungfrau. Gut gemacht. Okay, hier ist noch eins. Das ist schwerer, aber du schaffst das. Was denkst du, wer ist kein Mensch? Siehst du diese Frau? Sie wirft keinen Schatten. Ziemlich ungewöhnlich für ein menschliches Wesen, oder? Gut gemacht. Hier ist noch ein Foto. Wer ist kein Mensch? Diese Frau hat einen Zauberstab dabei. Sie wird wohl eine Hexe sein. Das letzte wird das Schwierigste. Sieh genau hin. Das Foto zeigt ein Café. Fällt dir hier etwas Verdächtiges auf? Sieh mal, da schwebt ein Glas mit Blut in der Luft, als ob gerade jemand daraus trinkt. Und zwar ein Vampir. Du weißt, dass man Vampire nicht auf Fotos sieht, trotz unserer Technik.